Moin! Willkommen zurück zu meinen Fragen und zwar. Oh, komm ich da nicht hoch oder was hier? Welche Personen sind im Straßenverkehr besonders gefährdet? A. Diejenigen, die noch an das Gute im Menschen glauben. B. Anpassungsfähige konservative Automuffel. Oder C. Langzeitstudierende mit Enten. Also das Fahrzeug, die Ente, der Citroën 2CV. Ja, welche Personen sind besonders im Straßenverkehr besonders gefährdet? A. Diejenigen, die noch an das Gute im Menschen glauben. B. Anpassungsunfähige konservative Automuffel. Also die eine Auto fahren wollen. Oder C. Langzeitstudierende mit Enten. Ja, diese drei Möglichkeiten gibt es. A, B oder C. Entscheide das selber. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann. Schöner Arsch, ne? Moin, willkommen zurück. Escape. So, ich habe nicht nur den Wintermod drin, ne? Ich habe jetzt auch hier so eine schöne Grafik reingemacht. Hier so ein Treibe, würde ich gerade sagen, hier. Lackierung. Bisschen verschmutzt hier, vom Dreck hier. Hier ist vom Wintermod alles gemacht hier hinten. Das ist auch vom Wintermod hier, aber diese Lackierung kann man nicht runterladen. Habe ich auch mal reingepackt in die Beschreibung. Sieht auch ganz gut aus, ne? So einen alten Knack habe ich jetzt genommen. Andreas Extrem habe ich das genannt jetzt hier beim Account, wollte ich gerade sagen. Ja, und warum heißt es Extrem? Ich habe schon eine Fracht ausgesucht. Aber 290, 2000 Euro mal hier, das ist was ganz Seltenes. Erdenbüro nach Liege. Aber sonst immer 800 Euro, 1500, immer so eine kleine Aufträge hier. 62 Euro. Das ist der Economy Mod, der schwere, wo man wenig Geld verdient für Fahrten. Und ich habe mir jetzt hier eine Fracht ausgesucht. Ich bin nämlich da unten. Ist da ein bisschen zum Laden hier. Und zwar eine Yacht transportieren wir. 28 Minuten haben wir noch Zeit. 527 Euro kriegen wir. Ist das Beste, was wir da bekommen. Dann wollen wir mal starten. Und nicht nur, dass ich so wenig Geld habe, ich habe auch einen kleinen Truck hier mit 230 PS. Und mal sehen, wo muss ich jetzt hinfahren? Welche Richtung? Rechts, links? Links. Ja, wir haben die neueste Version hier, 1.14.8. Gib Gas hier. Ja, da kommt was. Stopp. Und da ich ja nicht so viel Geld verdiene, muss ich auch vorsichtig fahren, ne? Möglichst wenig Unfälle bauen. Ich habe auch die Bremskraft runtergeschraubt. Ich kann auch gleich mal zeigen nochmal. Dann muss ich hier um die Ampel rum rüberkommen. Und wenn ihr noch was Schwereres habt hier, wie man es machen könnte zum Beispiel, Mod kennt, die noch das erschweren das Spiel hier, das soll mein Extrem-Account sein, dann könnt ihr mir gerne was vorschlagen. Also mir das Bekannteste habe ich reingepackt hier und so ein bisschen so Gimmicks, so wie die Lackierung jetzt hier. Mal kurz auf Escape. Optionen, ich zeige euch mal die Bremskraft. Gameplay. Hier seht ihr schon Stärke der Bremsen, ist fast ganz unten. Und Geschwindigkeitsbegrenzer, Auffliegerstabilität, können wir auch noch ein bisschen runter machen hier. Das ist mir immer noch nicht zu schwammig. Ja, das ist mein Wagen hier. Da sind wir leider keine Informationen, leider. Aber auf jeden Fall der 230 PS. Mehr kann ich mir nicht leisten. Noch nicht. Und bei so einem Wagen, bei so wenig Geld, das ist klar, dass man nicht so viel Geld hat. Bei so schweren Bedingungen, die ich mir eingestellt habe. Halt, ich will da angucken. So, dann wollen wir mal die Yacht abholen. War die hier vorne oder war sie nächste Einfahrt? Hier war sie, glaube ich, ne? Ich könnte zwar auch den Navi ausschalten, aber das wäre mir zu schwer dann. War das hier? Ja. So, dann fahren wir nach Osnabrück. Monsanto. Dritter Gang anfahren ist schlecht. Der sechste, meine ich. Nun komm schon.
Ja, wenn ihr noch irgendwas habt, ja, so modsmäßig, wo ich mir das Leben noch schwerer machen kann. Halt. Das will ich anhaben. So, dann wollen wir mal hier vorsichtig rausfahren. Wir haben eine teure Yacht hinten dran. Wir machen hinten die Rundumleuchte an. Die hat er doch, ja. Oder hat er nicht? Muss er haben, ne? Navi sollte bleiben, ne? Ich kann mal ohne Navi fahren, aber nicht immer mit diesem Truck hier. Und mit diesem Geldpatch hier. Weil ich mich dann zu häufig verfahre, achte ich nicht mehr auf die Ampel, nur was auch immer. Hier wird man schnell sein Geld los. Da muss ich mich auf ein bisschen drauf verlassen können, dass ich richtig fahre. Ja, wenn ihr irgendwas habt hier, zum Beispiel Ampelausfall, würde mich auch interessieren. Oder dass es die Ampeln aus sind, dass man nur nach Verkehrsschildern achten muss, hier Vorfahrt achten und sowas. Das wäre natürlich auch interessant. Aber ich habe ihn nicht gefunden, sowas. Oder dass sie durchgehend gelb blinken. Wäre auch eine Möglichkeit. Anstatt schwarz hier gelb blinken, nur den ganzen Tag. Und nicht nur nachts. Ah, die muss da rum, ne? Da geht's schon los. Ja. Ich fahre ja meinen kleinen Scania. Kann man hier sehen, wie viel PS hat. Muss ja vorne draufstehen, ne? 230. So, da habt ihr einen Beweis. Wie viel Fracht transportiere ich? 15 Tonnen, das geht eigentlich für den LKW. Habe ich schon mehrmals festgestellt. Mehr sollte es aber nicht sein. Wenn das hier noch rutschig wäre, ne, dass man so ein bisschen wegrutscht hier ab und zu mal, weil der Wagen nach rechts oder links zieht dabei, ne, das wäre auch noch schön. So ein kleines Gimmick. Oh, lag. Ja. Brauchen wir mal langsam hier auf die Autobahn. Ich muss schon früher bremsen, weil ich sonst dann hinten auffahre. Und das kostet Geld. Ich habe schon zu viel Geld ausgegeben in den letzten Stunden. Und ich würde mich mal freuen, wenn ich meinen 2000er Auftrag kriege. Mal gucken, was ich in Osnabrück bekomme. Ist nur eine kurze Fahrt, aber egal. Dafür auch schwer. Soll mal blinken, ne? Dass die Leute auch wissen, wo ich hin will. Ihr merkt ja schon, dass ich hier kaum vorwärts komme mit meinem LKW. Aber den LKW, den ich eigentlich haben wollte, mit mehr PS, hätte 1,9 gekostet. Aber ich hatte nur 1,4 gehabt und da musste ich den Motor leider umändern auf 230 PS. Und jetzt fahre ich ja schon seit mehreren Stunden mit 230 PS Karre rum. Und ich quäl mich hier die Berge hoch. Ja, es wäre schön, wenn da ein bisschen mehr geben würde hier. Wie ich schon sagte, hier Ampeln oder wegrutschen. Oder Defekte, dass der Motor ausgeht ab und zu mal. Oder also wenn er zu viel Schaden hat, dann macht das natürlich. Aber ich meine jetzt so, dass ja mal das Licht ausgeht oder was auch immer, ne? Spontan, dass man es wieder anmachen muss. Was können wir noch machen? So viele Sachen, ne? So, dann wollen wir hier umbiegen. Da kommt das. Aber ist weit weg. Da bin ich schon rum. Sah so aus, als was kommen würde. Ja, da war was Pelles. Komm ich den Berg hier nicht hoch wieder. Mann, komm hoch hier. Go up. Im zweiten Gang komme ich hier hoch mit 12 km/h. Ja, ab auf die Autobahn. Im Blindflug. Oder so ein Skin.
für die Scheiben, dass die vereist sind oder was auch immer, dass man weniger sieht hier die ganze Zeit. Auch wenn man Scheibenwischer anmacht, dass man das nicht wegkriegt zum Beispiel. Ja, auch ein gutes Gimmick. Das Sichtfeld ein bisschen eingeschränkt ist. Irgendwie sowas. Wenn ihr sowas kennt oder sowas, das würde mich sehr interessieren. So, 80. Mal sehen, weit ich da komme mit 80 km/h. Bis zum nächsten Hügel auf jeden Fall. Ja, 45 Frames, das ist gut. Sinkt, steigt und sinkt immer. Manchmal auf 30. Jetzt habe ich nichts zum Trinken hier geholt. Mist. Ups, auf die Straße achten, Andreas. Noch machen hier so schönes. Was, wenn ihr irgendwas wisst hier, postet das ruhig rein, gebt mir den Link her. Ich nehme fast alles hier. Aber Hauptsache das Spiel wird interessanter. Was mich auch damals sehr Spaß gemacht hat, dass man zum Beispiel hier die Länder zukaufen muss, um dahin zu kommen. Das hat mir so an ETS 1 so gut gefallen. Auch wenn es einige ihn abkotzt hier, abnervt. Man immer wieder Länder dazu kaufen muss im Spiel jetzt hier freischalten muss mit Geld, zum Beispiel dass ich nur erstmal in Deutschland fahren darf, und wenn ich das gewisse Geld zusammen habe, dass ich dann hier nach Frankreich und so darf, dass ich dir kaufen muss die Länder, die Rechte dazu fahren, transportieren. Das war ja genauso für für Gefahrgut damals, ne? Bei ETS 1. Jetzt war ich nur 59 wieder hier. Ich kann schon runterschalten hier. Jetzt komme ich den Berg nicht hoch. Ja, ich brauche eine stärkere Maschine. Bloß mit 1300 Euro kommt man nicht weit. Und jetzt kriege ich nur 600 Euro dazu. Ist auch nicht sehr viel. Naja, 500 etwas, ne? 527. Wenn ich das kriege. Ich weiß ja nicht, ob ich noch Unfälle baue oder was auch immer, ne? Kann immer mal passieren. Wir fahren auf der TSM-Map 5.3. Ist für die 1.14er schon freigegeben worden. Schon seit längerem, ne? Bin ich auch schon auf einem anderen Account gefahren. So, jetzt wird es langsam hell, das ist gut. Es geht bergab. Das ist ganz gut, aber ich bin ein bisschen schneller wieder hier. Aua! Dummer Hoppel. Ja. Da fahren wir jetzt auf dieser Autobahn hier. Und gib Gas hier, komm. Komm, 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 komm. Gib Gas. Ich wollte mal wie ein Wintermod fahren. Euch habe ich es ja noch gar nicht gezeigt, auf meinem Kanal jedenfalls. Ihr kennt das natürlich schon. Ist auf diversen Kanälen schon gepostet worden. Gesendet worden. Aber ich wollte es auch mal machen, ne? Und des Weiteren habe ich es auch ganz schön schwer eingestellt hier. Wenig Geld. Strafen sind immens. Den Wagen habe ich mir Geld selber gekauft hier. Aber ich habe noch viele, viele Schulden. Und muss jeden Tag 171 Euro bezahlen. Klingt nicht viel, aber wenn man so wenig verdient, ist es schon ganz schön viel Geld. Nun komm den Berg hoch hier. Mensch, quäl dich nicht so. ...40, 41, 45 fast. Nun komm schon. Gib Stoff. Mein Dirt-Track. Ja, die Videobeschreibung, da steht alles drin. Die ganzen Add-ons, die könnt ihr da dann per Google suchen. Wenn ihr Lust habt. Wenn ihr sie haben wollt. Nun komm, 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 komm. So. 77, 88. Mal an hier, Tempomat.
dun, 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 d